Wie gesagt, mein Name ist Matthias Meyer. Ich bin von iFixit aus Stuttgart. Wir haben die europäische Niederlassung sozusagen von unserem Projekt ist in Stuttgart. iFixit ist eine Plattform und eine Community von Tüftlern. Das heißt, wir haben momentan weltweit über 2 Millionen Menschen, die bei uns registriert sind und die uns helfen, Reparaturanleitungen zur Verfügung zu stellen, die anderen Menschen erklären, wie sie ihre Dinge reparieren können, und zwar selbst reparieren können. Und wir versuchen natürlich so das Ganze zu machen, dass es leicht ist, dass also jeder, der sich sozusagen die Fingerfertigkeiten mitbringt und einen Schraubendreher halten kann und ein bisschen technisches Verständnis hat, sich da auch rantrauen kann, seine eigene Elektronik zu reparieren. iFixit kommt aus USA, gegründet vor 13 Jahren inzwischen in Kalifornien. Wir haben in Stuttgart den europäischen Standort und wir haben zum einen betreiben wir unseren Online-Shop von hier und auf der anderen Seite sind wir aber auch in ganz verschiedenen Bereichen aktiv. Das Leitmotiv von iFixit ist, if you can't open it, you don't own it. Gemeint ist damit, wir alle haben teure Geräte zu Hause, wir kaufen uns Smartphones für 500 Euro oder andere Elektronik und trotzdem versuchen viele Hersteller uns davon abzuhalten, die Geräte zu öffnen und sie auch selber zu reparieren und das verstehen wir nicht und deswegen haben wir dieses Projekt am Laufen, was einfach jeden von uns in die Lage versetzt, dann auch tatsächlich die Dinge zu öffnen, die uns schließlich auch gehören. Und wir merken, dass wir da weltweit auch ganz schöne Resonanz dazu bekommen. Also das ist so ein Abbild, was auch schon ein bisschen älter ist, von angemeldeten iFixit-Community-Mitgliedern. Wir sehen, wir haben eine sehr große Häufung in den USA und wir haben eine sehr große Häufung in Europa. Aber man merkt auch, dass es durchaus ganz viele Bereiche gibt außerhalb dieser westlichen Welt, ja, die großes Interesse dran hat. Wir haben in Afrika zum Beispiel eine große Community von Menschen, die mit unserer Hilfe Wasserpumpen reparieren. Also Wasserversorgung ist in vielen Teilen Afrikas ein Riesenproblem. Und wenn die dann Pumpen haben und die kaputt gehen, dann sollten die auch wieder reparieren können und dabei helfen wir auch. Man sieht andererseits, dass natürlich in Afrika jetzt nicht so viele Pins sind, was damit zusammenhängt, dass dort kein Internet gibt in vielen Bereichen. Deswegen verteilen wir die Anleitungen dort zum Beispiel auf Papier. Die letzten 3 Monate haben wir in Stuttgart einen Laden gehabt, einen Pop-Up-Store eine Einkaufspassage, die inzwischen genutzt wird von so einem sogenannten Concept-Store, wo alle 3 Monate die Läden wechseln. Wir haben die Möglichkeit geboten zu sagen, komm, reparier es selbst, wir helfen dir dabei. Und haben also festgestellt, dass viele Leute das gerne angenommen haben und zum Beispiel ihr iPhone repariert haben oder mit Computern kamen oder Tablets repariert haben, alles Mögliche. So sieht es aus, wenn iFixit beim Reparieren ist. Wie gesagt, die Leute haben hier immer selbst repariert. Wir haben nur so ein bisschen Hilfestellung gegeben und haben auch das Werkzeug zur Verfügung gestellt und wir haben Ersatzteile verkauft. Was ganz interessant ist bei der iFixit Community ist, dass, wie eine Umfrage gezeigt hat, 91% der Befragten gesagt haben, also ohne iFixit hätte ich die Reparatur nicht hinbekommen. Das hat damit zu tun, dass gerade bei so kleinen elektronischen Geräten man sehr schnell was kaputt macht und wenn man nicht genau weiß, wo man jetzt aufmachen muss oder welches Kabel jetzt zuerst abgezogen werden muss, dann kann das auch leicht schiefgehen. Und das ist genau das, was wir versuchen zu erklären. Also wir haben sehr ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit guten Fotos, die genau diese Hilfestellung geben. Und die Leute, die iFixit benutzen, merken auch, dass das damit sehr gut geht. Das zweite Interessante ist aber auch, dass 95% gesagt haben, wenn ich in der Lage war, ein Gerät zu reparieren, dann würde ich auch wieder dieses Gerät oder ein weiteres Gerät von demselben Hersteller kaufen. Also die Leute wissen es durchaus zu schätzen, wenn man ein Gerät reparieren kann. Und wenn ich merke, okay, ich kann mein iPhone reparieren, dann bin ich auch bereit, wieder eins zu kaufen, weil es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich das selber ein bisschen länger am Leben halten kann.
Auch interessant, die durchschnittliche Anzahl von Reparaturen, die bei uns durchgeführt werden, ist 7. Das ist eine Zahl, die uns sehr überrascht hat, weil sie so hoch ist. Und wir haben jetzt, sag ich mal, die professionellen Nutzer, irgendwelche Reparaturshops rausgenommen bei dieser Statistik. Aber wir stellen halt immer wieder fest, dass das Reparieren ansteckend ist. Also das Erfolgserlebnis, wenn man eine Reparatur erfolgreich durchgeführt hat und dann in der Lage ist, wie Tom Hansing auch gesagt hat, ein Gerät wiederzubeleben und sozusagen für sich selbst neu zu entdecken, ist doch durchaus euphorisierend und führt dazu, dass die Leute dann anfangen, mehr zu reparieren. Also zum Beispiel für Freunde und so weiter. Und wir kriegen teilweise auch Geschichten zugeschickt, wo also aus solchen, sag ich mal, anfänglichen eigenen Reparaturen dann Leute auch Reparaturgeschäfte aufmachen und für schließlich dann professionell praktisch da auch einsteigen und anderen beim Reparieren helfen. So, warum tun wir das Ganze? Unser Gründer Karl Wiens reist gerne und er reist gerne zu solchen Orten hier. Das ist jetzt nicht etwa eine Mülldeponie oder ähnliches, sondern was man da im Hintergrund sieht, das sind Häuser, also diese Baracken hinten im Hintergrund ist letztlich ein ganz normales Wohngebiet und das, was hier vorne liegt, das ist letztlich einfach unser Elektronikschrott, der dort landet zum großen Anteil. Also das heißt, wenn wir was hier in den Elektronikschrott geben, also selbst in Deutschland, wo wir immer das Gefühl haben, dass es hier alles sehr gut organisiert, dann geht also mehr als die Hälfte zum Beispiel hier hin. Also das hier, was hier liegt, das sind unsere alten Computer und das sind unsere alten Videorekorder und was weiß ich. Und die Leute dort versuchen, damit dann noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und der Junge hier zum Beispiel, der schmilzt gerade von Kabeln die Isolierung weg, um dann nachher das Metall wieder verkaufen zu können. Also sowas passiert, das passiert auch täglich, das passiert auch heute und während wir, sag ich mal, den Großteil dann nach Afrika schiffen, werden die Sachen von USA nach China geschifft, aber da gibt es genau gleiche Aufnahmen. Also auch da ist der gleiche Punkt. Eine weitere Erkenntnis, die wir haben, ist, es werden wahnsinnig viele Smartphones produziert und in den Markt gebracht. Also diese Zahlen hier sind echt und obwohl das hier noch Forecasts waren zu dem Zeitpunkt, haben sie sich so bewahrheitet bisher. Das heißt, pro Jahr werden 1,5 Milliarden neue Smartphones weltweit in den Markt gebracht. Also wir sind 7 Milliarden Menschen ungefähr, aber jedes Jahr kriegen wir 1,5 Milliarden neue Smartphones. Was natürlich eine ganze Menge ist, zudem ein Smartphone in der Regel länger hält als ein Jahr. Also man hat hier praktisch inzwischen Mengen am Laufen, die ganz unwahrscheinlich sind. Und das Blöde bei so Smartphones ist, dass da natürlich viele Ressourcen drinstecken. So, die andere Erkenntnis ist, in Deutschland gibt es ungefähr momentan 100 Millionen Smartphones, die in der Schublade liegen. Wenn ich mal kurz fragen darf, wer hat ein altes Smartphone in der Schublade liegen von euch? Okay, wer hat zwei alte in der Schublade liegen? Immer noch, wer hat drei rumliegen? Okay, immer noch ein paar. Also statistisch sind es tatsächlich 3, die wir alle rumliegen haben. Das heißt, es muss noch welche geben außerhalb dieses Raums, die sehr viel mehr rumliegen haben. Wir haben das mal versucht zu visualisieren. Also die 100 Millionen Smartphones würden in etwa das Brandenburger Tor abdecken, wenn man die so auf einen Haufen werfen würde. Ja. Und jetzt ist halt in jedem Smartphone ist unglaublich viel drin. Also da sind Rohstoffe drin, die man hier in diesem Periodensystem sehen kann. Also es sind natürlich Metalle drin, aber es sind auch Sachen wie Coltan drin oder seltene Erden etc., die extrem aufwendig zu gewinnen sind, also die auch teilweise unter sehr menschenunwürdigen Situationen gewonnen werden und die nie wieder da rausgeholt werden können. Also selbst die besten Recycling-Methoden können momentan hauptsächlich die Metalle, also so diesen Bereich hier, das kriegt man wieder raus. Also so, wir können Kupfer rausschmelzen, Gold etc., vielleicht noch den einen oder anderen Teil. Aber der ganze Rest, und das sind sehr wertvolle Rohstoffe dabei, landen bei uns zum Beispiel ganz viel in Asphalt. Also die werden dann irgendwo in so Hochöfen, wird es rausgeschmolzen und die Schlacke, die übrig bleibt, die wird zu Asphalt verwendet und damit werden dann unsere Autobahnen zum Beispiel neu bezogen und da landet es dann alles, wenn wir so ein Gerät wegschmeißen. Und deswegen sagen wir halt,
okay, Recycling ist schön und gut und wenn es funktioniert, kann das uns helfen. Aber es gibt halt Geräte, wo das schwierig ist, beziehungsweise man kann den Recyclern da gar keinen Vorwurf machen, aber wenn halt ein iPad zurückkommt oder ein anderes Tablet mit verklebter Batterie, dann kann ein Recycler nicht viel machen. Also der kann das nicht in den Schredder werfen, dann explodiert sein Schredder. Auch das passiert immer wieder, weil da eben die Batterie drin ist. Der baut es aber auch nicht auseinander, das dauert zu lang. Ja, das kann der gar nicht leisten. Und dann wird es eben verschifft etc. Also Recycling, okay, kann man machen, aber hilft nicht immer. Refurbishment ist schon besser. Also dass man sozusagen es in irgendeiner zentralen Stelle repariert und dann wieder in den Markt bringt. Reuse, also wirklich das einfache, ich schenk's meinem Sohn oder ich schenk's der Schwiegermutter, das ist auch schon sehr gut und noch besser als alles andere, aber am allerbesten finden wir es halt, wenn man es repariert. Und zwar, wenn man es selber repariert, weil dann verlässt das Gerät noch nicht mal das Haus und erzeugt noch nicht mal irgendwelche Transportkosten etc. Außerdem schafft Reparieren Jobs. Also und zwar Jobs, die hier stattfinden, nicht irgendwo. Also jetzt hier im Vergleich zu sehen, ne, wenn ich es einfach in irgendeine Deponie werfe, dann brauche ich einen, der in den Laster fährt. Wenn ich recycle, habe ich schon ein paar mehr, aber beim Reparieren, da entstehen letztlich die meisten Jobs und Jobs hier vor Ort. Also selbst wer es nicht selber reparieren will und kann, kann es zumindest zu einem Repair-Shop irgendwo hier in der Nähe oder kann zu einem Repair-Café gehen. Und die Leute leben davon. Teilweise Repair-Cafés sind viel Freiwillige, aber sobald es professioneller organisiert ist, sind es dann echte Jobs. Wie der hier zum Beispiel. Das Interessante ist, wo kommt Reparatur her? Also wir kennen Reparatur so aus den frühen Zeiten, so die Maschinisten, ja, die vorne in der Dampflok standen, das waren die, die haben auch ihre Maschine reparieren können, sonst konnte das niemand. Ja. Dann gab es in den 90er Jahren gab es so eine Bewegung, kennen wahrscheinlich auch einige, wir haben auf einmal angefangen, alle Autos selber zu reparieren, hatten solche Bücher, wo dann drin stand, wie das geht. Und letztlich sind wir jetzt eben angekommen im Internetzeitalter, wo es sehr viel einfacher ist, Informationen zu teilen und auch viele Leute dafür zu begeistern. Und das letztlich versuchen wir jeden Tag zu tun. Und wir sagen, es gehören drei Sachen dazu. Ich brauche eine Anleitung. Also ich muss wissen, genau wie es geht und zwar im Detail. Ich brauche das richtige Werkzeug dazu. Das hat damit zu tun, dass viele Hersteller eigene Schraubenformate entwickeln etc., um uns auch davon abzuhalten, in diese Geräte reinzukommen. Und ich brauche natürlich die Ersatzteile. Also wir reden bei neuer Elektronik über sehr kleine Platinen. Die wenigsten von uns sind in der Lage, irgendwie über Micro-Soldering solche kleinen Einzelbauteile auszutauschen, aber zumindest können wir Platinen, Elemente oder Kameras etc. relativ leicht austauschen. Und dafür brauchen wir die Ersatzteile. Wir haben jetzt heute, das ist ein Screenshot von gestern, etwas über 26.000 Reparaturanleitungen auf unserer Plattform zur Verfügung. Die kosten nichts, die werden auch nie was kosten. Das ist unser Teil, den wir hier schaffen wollen, ist auch eine ständig wachsende Zahl. Wir haben 101.000 Lösungen. Lösung ist für uns immer, jemand stellt eine Frage und bekommt darauf eine Antwort, die ihm geholfen hat. Und wir behandeln knapp 8.000 verschiedene Geräte momentan auf der Plattform. Das ist Stand heute. Unser finales Ziel ist, wir wollen Wikipedia für Reparaturanleitungen werden. Also wir wollen diese Zahlen noch viel weiter in die Höhe treiben und rufen dazu auch auf. Wer dabei helfen will, ist sehr gern. Also iFixit ist eine offene Plattform. Jeder kann da auch eine Reparaturanleitung einstellen und dazu beitragen. So sieht es aus bei uns. Das ist die Startseite. Man sieht hier auch also verschiedene Aktivitäten von Mitgliedern, die gerade was gemacht haben. So ist es dann aufgebaut im Reparaturanleitungsbereich. Das ist das Antwortenforum, wo ich also Frage und Antwort stellen kann, wo andere mir helfen. Auch das ist sehr beliebt und wird sehr gut angenommen. Um das Ganze zu finanzieren und aber auch um Hilfestellung zu machen, vertreiben wir Werkzeug. Also wir analysieren regelmäßig die Reparaturanleitungen, die wir bei uns auf der Plattform haben, schauen, was die verschiedenen Hersteller für Schrauben verwenden, erstellen dann solche Bitsets, die wir praktisch dann vertreiben und durch den Erlös können wir uns überhaupt finanzieren.
dann versuchen wir auch im Ersatzteilbereich einfach immer eine hohe Qualität zu haben. Das heißt also, alle unsere Ersatzteile sind immer handgetestet. Das ist auch ganz wichtig bei Elektronik, weil das, was auf den Markt kommt, hat einfach unglaublich schwankende Qualität. Das hängt damit zusammen, dass in China ganz wenig weggeworfen wird. Also was eigentlich eine gute Sache ist, kann einem aber zum Verhängnis werden. Das heißt, wenn eine Produktion in China läuft und ein Ersatzteil nicht die Spezifikationen erfüllt, dann wird es nicht etwa eingestampft, sondern kommt trotzdem auf den Markt. Das ist ein Problem teilweise, weil das natürlich auch ein Gerät zerstören kann. Deswegen testen wir auch in Deutschland die meisten unserer Ersatzteile und wir geben dann auch eine lebenslange Garantie drauf. Unsere Anleitungen sind alle Open Source, das heißt in regelmäßigen Abständen spielen wir alles auch ins Internetarchiv hoch, sodass also die Anleitungen auch noch da sein werden, wenn es eines Tages iFixit vielleicht nicht mehr geben sollte. Die Anleitungen stehen alle unter einer Creative Commons Lizenz, das heißt, die können also für eine unkommerzielle Nutzung können die auch frei verwendet werden. Dadurch stellen wir einfach sicher, dass möglichst viele Leute darauf Zugriff haben. Wir sind mitten in einem großen Übersetzungsprojekt. Auch hier brauchen wir die Hilfe in der Community und bekommen sie auch, aber da kann jeder mithelfen, der Zeit und Lust hat und mehr als eine Sprache spricht. Wir haben jetzt 11 Sprachen live. In Deutsch und Französisch sind wir sehr gut, in Englisch sowieso. Ich glaube, Japan ist auch schon weit vorne. In den anderen Sprachen ist es natürlich, es verändert sich ja ständig was, es kommen ständig neue Anleitungen dazu. Das heißt, wir werden nie fertig sein, aber auch hier Hilfe gerne gesehen. So, wofür wir bekannt sind, was glaube ich auch viele mit iFixit verbinden, sind unsere Teardowns. Ein Teardown ist für uns eine Möglichkeit, wenn ein Gerät neu auf den Markt kommt, das erstmal komplett auseinanderzubauen. Das hat für uns zwei Gründe, warum wir das machen. Das eine ist, wir sind einfach neugierig, wollen sehen, wie ist das gemacht. Zum anderen schauen wir natürlich bei der Gelegenheit, wie gut ist ein Gerät reparierbar. Und was für eine Hilfestellung können wir auch geben, um ein Gerät zu reparieren. Und ein Teardown ist bei uns immer so aufgebaut, dass wir einfach genau dokumentieren, wie wir uns in ein Gerät reinarbeiten und was für Hürden dabei zu nehmen sind. Wir machen auch Geräte kaputt bei der Gelegenheit, aber das machen wir deswegen, damit ihr sie dann nicht mehr kaputt machen müsst, weil manchmal ist es doch komisch gebaut und anders gebaut als erwartet. Am Ende, sage ich mal, haben wir alles bis aufs kleinste Detail dann zerlegt, kennen dann das Gerät, können das auch einschätzen, können uns auch überlegen, ob wir dafür Ersatzteile irgendwo beschaffen können, was man für Werkzeug braucht und wie ein Gerät gebaut ist. Und damit wir das auch in eine Vergleichbarkeit reinkriegen, vergeben wir einen Repairability Score. Also das heißt, wir schauen am Ende einfach, wie gut hat ein Hersteller ein Gerät gebaut, sodass es dann auch reparierbar ist. Was in unseren Augen elementar wichtig ist, schon beim Design von dem Gerät darauf zu achten, dass eine Reparierbarkeit möglich ist, weil, wie gesagt, wir ansonsten all diese Rohstoffe und all diese Energie, die wir in dieses Gerät stecken, einfach zu früh wieder aufgeben müssen. In dem Fall gab es jetzt 7 von 10 Punkten. Es gibt dann auch so eine Vergleichsmatrix bei uns auf der Seite, wo man aktuell schauen kann, jetzt in dem Fall bei Tablets, wie sind die verschiedenen Geräte, die gerade auf dem Markt erhältlich sind, einfach unter dem Gesichtspunkt der Reparierbarkeit einzuordnen. Das kann einem helfen bei der Kaufentscheidung und dann kann man auch sehen, wie verschiedene Hersteller Probleme lösen. Also hier, was auch auffällig ist, es ist nicht jetzt immer ein Hersteller, der sozusagen es schlecht macht und ein anderer Hersteller, der es gut macht. Also Apple in dem Fall schneidet zwar bei den Tablets schlecht ab, weil die einfach alles komplett verkleben und man erstmal durch diese Verklebung des Displays durch muss. Aber Apple iPhones zum Beispiel sind sehr gut reparierbar zum großen Teil. Andersrum gibt es auch Beispiele, Dell-Geräte sehr gut reparierbar sind, aber auch die haben Ausbrecher. Also das ist gar nicht am Hersteller festzumachen. Ein positives Beispiel ist Fairphone, eine kleine Firma aus Holland, die sich aus einem Universitätsprojekt heraus entwickelt hat und die sich zur Aufgabe gemacht hat,
ein Smartphone herzustellen, was aus komplett fair gehandelten Rohstoffen besteht. Das heißt, die schauen wirklich bis runter zur Mine, wie werden die Rohstoffe gewonnen, wie werden sie weiterverarbeitet, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie ist die Umweltbelastung, wie wird in den Fabriken gearbeitet etc. Und haben also auch uns gefragt zu einem gewissen Zeitpunkt, wie, was wir denken, was ist wichtig vom Design von dem Telefon, um das einfach auch leicht zu reparieren. Und da konnte man zum Glück auch ein bisschen drauf einwirken. Und Fairphone hat jetzt ein Telefon gebaut letztlich, was wirklich also super reparierbar ist. Da gibt es ein Konzept dahinter, die machen, also das hier alles, was man sieht, sind sogenannte Module, also die auch zum Teil von Hand ohne jegliches Werkzeug zu entfernen sind. Also das Display kann ohne Werkzeug einfach mit zwei solchen Schiebereglern entfernt werden. Diese Module sind einfach eingeschraubt, also das ist ein Mikrofonmodul, man sieht es auch an den kleinen Symbolen, die drauf sind, also es wird schon beim Auseinanderbauen erklärt, was ist. Und man kann so ein ganzes Modul austauschen, beziehungsweise wenn man sich noch mehr zutraut, dann kann man als letzte Stufe dann auch noch die einzelnen Module aufschrauben und dann im Modul auch nur das reparieren, was tatsächlich kaputt gegangen ist. Fand mir ein ganz beeindruckendes Gerät. Wir haben das auch am Stand dabei, wen es mal interessiert. Wir sind noch heute da. Es war jetzt in dem Fall auch das erste Mal, dass wir 10 Punkte vergeben haben für die Reparaturfreundlichkeit von dem Gerät, was nach 13 Jahren doch eine Sensation ist aus unseren Augen. Und auch da also sind wir an allen, die in irgendeiner Form an der Produktentwicklung arbeiten, ja, immer gerne auch bereit, da mitzuberaten bzw. dazu aufzurufen, dass einfach Reparierbarkeit schon beim Design mit berücksichtigt wird, weil letztlich profitieren wir alle später davon. Wir arbeiten mit Repair-Cafés auch zusammen. Also Repair-Café ist auch eine Organisation, die in Amsterdam begonnen hat. Inzwischen gibt's sehr viele. Ich bin jetzt bei München nicht ganz im Bilde, wie viele Repair-Cafés gibt es hier, wie viele verschiedene, weiß es jemand? Also wir haben in Stuttgart inzwischen 3 Organisationen, also es ist fast jedes Wochenende gibt's eine Veranstaltung. Wir haben da auch oft, sind wir da auch dabei und helfen auch, waren im letzten Jahr auch vermehrt immer wieder dabei, haben so Smartphone-Tische gemacht, so wie wir es jetzt auch bei uns am Stand haben, wo Leute kommen können, selber reparieren können und wir einfach nur ein bisschen Hilfestellung geben. So sieht es dann aus bei einem Repair-Café, wenn wir mal dabei sind. Wir erzeugen sehr glückliche Momente. Also das ist links eine Frau, die ihren iPod wieder ins Laufen gebracht hat. Die Lieblingsmusik ist doch nicht verloren. Ja? Die hat sich sehr gefreut darüber. Ansonsten sind wir verbunden mit also verschiedenen Organisationen in der ganzen Welt, die in unsere Mission teilen, die unsere Einstellung zu den Dingen teilen und sind da auch immer interessiert, mit weiteren zusammenzuarbeiten. Die jüngste Kooperation, die wir haben, ist das AFB. AFB ist eine Firma, die in Karlsruhe sitzt und die letztlich von Firmen alte Geräte übernimmt, die Daten löscht, zertifiziert und dann aber schaut, diese Geräte wieder aufzuarbeiten und wieder in den Markt zu bringen, sodass zum Beispiel Schulen oder andere Organisationen, die sich vielleicht jetzt keinen neuen Klassensatz leisten können, sich einen gebrauchten, überholten, wieder mit Garantie versehenen Klassensatz organisieren können. Und also für uns ist es der Ansprechpartner, wenn sozusagen uns jemand fragt, ich kann es nicht mehr selber reparieren oder es ist einfach ein Gerät, was jetzt so alt ist, dass ich nicht mehr will, dann empfehlen wir AFB, weil das, was die dann auch nicht mehr reparieren können, das trennen die zumindest komplett und zerlegen das in alle Einzelteile, sodass es dann auch letztlich wieder recycelt werden kann. Ja, zusammengefasst, also Reparatur ist für uns ein ganz wichtiger Eckpfeiler, sowohl ökologisch wie auch ökonomisch. Also wir retten unsere Ressourcen, wir schaffen Jobs und ich glaube, es ist für uns alle auch eine gute Erfahrung. Also wer mal ins Vergnügen kommt, sein Telefon zu schrotten und es dann wieder erfolgreich reparieren kann, kann nachvollziehen, was ich meine. Es macht wirklich Spaß und es ist eine sehr, sehr befriedigende Aufgabe. Soweit, vielen Dank.
Vielen Dank für deinen Input, deinen Repair-Input. Wir sind ein bisschen knapp dran, aber es bleibt sicher Zeit für die ein oder andere Frage noch, sofern sie denn im Publikum vorhanden ist. Gibt es eine Frage? Sonst darf ich vielleicht noch mal eine ganz kurze Frage stellen. Ja. Da war es ja dieser Punkt mit 95% sagen, eine erfolgreiche Reparatur bewegt einen, die Produkte eines Herstellers wieder zu kaufen. Gibt es da eine Entwicklung? Also jetzt Fairphone hat 10 von 10 Punkte. Wird es besser bei den Herstellern oder was ist so eure Erfahrung? Unterschiedlich. Es gibt Hersteller, die auf uns zukommen, die auch die Zusammenarbeit mit uns suchen, aus genau dem Grund. Es gibt natürlich auch die anderen. Ich könnte jetzt keinen ganz positiven Trend sehen, dass es alle Hersteller inzwischen besser tun, aber ich merke, dass der Druck auf jeden Fall steigt. Okay. Das auf jeden Fall, ja. Okay, da ist noch eine Frage. Wie ist die Altersstruktur von den Reparateuren und Reparateurinnen? Also wir haben, würde ich sagen, eine ganze Menge Junge. Also das Interessante ist, die Älteren helfen sehr dabei, Anleitungen zu erstellen. Und die Jungen nutzen sie sehr stark. Also das ist so. Also und Jungen geht runter bis im Prinzip ins Schüleralter, weil oft die Eltern es nicht akzeptabel finden, dass jemand viermal sein Telefon runterschmeißt und jedes Mal ein neues her muss oder repariert werden muss. Also das. Ja. Okay. Ja. Sonst seid ihr ja auch prominent genau, vertreten. Genau, wir sind noch hier am Stand heute und ansonsten online unter ifixit.com jederzeit erreichbar. Dankeschön. Okay. Vielen Dank.